Der Freien Sonnenblume ist heute ebenfalls zu finden beim Vollmamas Bazar hier in der Europapassage in Dornbirn. Was macht ihr heute hier genau? Wir präsentieren ein bisschen den Verein Sonnenblume. Wir tun selber backende Kuchen verkaufen und alles für den wohltätigen Zweck, dass wir auch diese Kinder, die da einfach sind, auch ein bisschen unterstützen können. Für wen ist der Verein Sonnenblume zuständig? Wo helft ihr? Wir helfen hauptsächlich jetzt chronisch kranken Kindern oder wenn jetzt ein Kind irgendwo mal Asthma, Epilepsie hat oder sonst jetzt, oder wenn jetzt eins im Rollstuhl sitzt, dass man jetzt mit Medikamenten unterstützt, dass man schaut, was kann man tun oder dass man auch schaut, was für eine Behandlung ist. Das ist in Dornbirn, die Kinderstation ist zuständig, die Manuela Ortner und der Primauser und der Oberarzt Geiger machen das hauptsächlich auch. Und dort sind die Eltern immer sehr froh, wenn sie sich wo anwenden können und da kann man auch helfen, oder dass man sieht, man organisiert den Umbau. Und für das sind eigentlich diese Kuchen, wo man verkauft und die Karten, wo man verkauft denn da, dass man gleich Geld hat, das zum Verwenden, gell? Was kann man denn einkaufen und was gibt es für die Kids? Für die Kinder haben wir heute das Tattoo-Sprüh. Das ist eigentlich immer ein großes Highlight, weil jeder freut sich, wenn er ein super Tattoo drauf hat und die Mama freut sich, wenn sie es wieder abwäschen kann. Und sonst haben wir eigentlich, ja, wir verkaufen sonst jetzt Karten und das andere.